Dann sehen wir den Inhalt der config.yml und somit haben wir dann die MySQL-Daten des Servers und können dann draufgehen und noch mehr Mist anrichten. Hallo Leute, damit herzlich willkommen zu einer View von mir. Wenn wir auf dieses Video 2000 Likes knacken, dann werde ich dieses Format intensiv auf meinem YouTube-Kanal ausführen. Also wenn ihr großes Interesse dran habt, dann teilt einfach das Video mit euren Freunden und dann kommen wir dem Ziel auch schon näher. Ach, noch eine kleine Bonus-Challenge. Wenn wir auf meinem Instagram-Account, wo ich mich zeige, die 10.000 Follower knacken, dann mache ich zusammen mit der Alterboiler ein neues Format auf meinem YouTube-Kanal, wo wir eure Freunde mit ihrer eigenen Telefonnummer anrufen und sie von vorne bis hinten verarschen. So, und jetzt wünsche ich euch mit dem eigentlichen Video viel Spaß. Hallo Leute, damit herzlich willkommen zu einer View von mir. Viele von euch wollten, dass ich mit der Hacking-Serie auf YouTube starte, wo ich euch zeige, wie man Sicherheitslücken auffindet und wie man diese ausnutzt. Natürlich nur zum legalen Zweck, denn ich möchte euch nicht zu Kriminellen ausbilden, sondern möchte, wenn ihr eine eigene Software entwickelt oder ein eigenes Programm, was auch immer, dass ihr diese Sicherheitslücken bedenkt und diese dann auch selbstständig schließt. In dieser Folge werde ich euch eine Sicherheitslücke vorstellen, die sich in vielen Spigot-Plugins mit einem integrierten Webserver befindet. Diese nennt sich PathTravisl. So, erstmal die allgemeine Sache. Wenn man jetzt hier beispielsweise einen Ordner hat und in dem Ordner einen weiteren Ordner anlegt, beispielsweise den Ordner Haus, und man dann hier beispielsweise die Konsolenanwendung startet. So, ich habe jetzt hier eine Konsolenanwendung geöffnet und werde jetzt einfach aus dem Ordner Haus raus navigieren. Und dann den Befehl dir eingeben, um mir alle Ordner aufzulisten. Fällt uns auf, dass wir hier drei verschiedene Ordner haben. Wir haben hier einmal einen Punktordner, einen Punktpunktordner und einen Hausordner. Dieser Hausordner ist das, was wir jetzt hier sehen. Aber ihr fragt euch jetzt, was ist denn eigentlich das und das? Nun ja, das ist der aktuelle Ordner und das ist der überliegende Ordner. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise im Hausordner befinden würden, wäre der Punkt-Punkt-Ordner der gegenüberliegende Spigot-Server-Ordner. Um euch zu beweisen, dass das Ganze auch wirklich so ist, werde ich jetzt hier einfach im Hausordner eine Batch-Datei anlegen. So ein Textdokument start.bat. Da werden wir jetzt gleich einen folgenden Befehl einspeichern, beispielsweise echo und dann hier den Inhalt Hallo Welt. Und dann jetzt hier den Dateinamen. Ich gebe jetzt als Dateiname hallo.txt ein. Wenn ich jetzt hier die Batch-Datei ausführe, dann haben wir jetzt hier in dem aktuellen Ordner die hallo.txt. Die löschen wir jetzt mal. Wenn ich jetzt aber vor dem hallo.txt ein .../ einfüge, das heißt, dass man hier irgendwelche Ordner eingeben kann und dann hier einmal den Dateinamen, dann erstellt sich die hallo.txt nicht hier und nicht in irgendeinem Ordner hier, sondern im gegenüberliegenden Ordner. Welche Risiken kann das mit sich bringen? Nun ja, es ist ganz einfach. Wenn beispielsweise ein Webserver nach einer bestimmten Datei sucht, die dann im Parameter übergeben wird von einem Nutzer, zum Beispiel index.html oder users/login.html, dann kann der Angreifer, wenn sich zum Beispiel der Webserver auf einem privaten Rechner befindet, Folgendes eingeben. Users, Oma, Browser, Verlauf, .txt. Der Webserver greift dann beispielsweise auf die Datei zu und der Angreifer hat dann somit die Daten. Wenn man einen eigenen Webserver programmiert, dann muss man darauf achten, dass so etwas nicht möglich ist. Wir werden jetzt mal gleich das eine verwundbare Plugin runterladen und das gleich aufsetzen. Zunächst öffne ich hier den Browser und lade mir die Spigot 188 runter und dann werde ich das Ganze jetzt hier reinschmeißen. So, dann nenne ich das Ganze in Spigot um und werde mir hier gleich eine Textdatei anlegen, die Euler-Textdatei. So, damit wir das gleich nicht mit Euler gleich true machen müssen. Euler gleich true. Und dann hier nochmal eine Batch-Datei. So, neu. Dann gehen wir jetzt hier Start. .bat ein und schreiben hier java-jar-spigot.jar ein. So, wir haben den Server jetzt gestartet und begeben uns jetzt auf die Spigot-Seite vom verwundbaren Plugin. Ich bitte euch, falls ihr auf die Seite stößt, bitte keine schlechte Bewertung geben, denn diese Sicherheitslücke ist etwas, was man sehr leicht übersehen kann. Bitte fix die PathTravisl-Lücke. Lassen wir mal das Ganze mal runterladen und dann uns erstmal angucken, ne? So behalten. Wir schmeißen dann jetzt hier diesen Webserver hier einfach rein und machen einen Reload.
Also es haben sich jetzt hier Konfigurationsdateien erstellt, die wir erstmal einstellen müssen. Ich öffne das Ganze mal mit Notepad++. Hier muss einmal der Port übergeben werden, auf den der Webserver lauscht. Und hier die MySQL-Daten. Und ja, was hier auch bei diesem Plugin wichtig ist, ist, dass man hier die ganzen HTML- und Sets-Dateien reintrackt. So, wir laden das Ganze jetzt hier mal runter, dieses Webinterface, und schmeißen jetzt hier einfach mal alle HTML-Dateien rein. So, kommen wir nun zum Datenbankteil. Ich starte jetzt hier einfach XAMPP und einmal hier den Apache und MySQL. So, jetzt öffne ich mal HiDSQL, um mich mit meiner Datenbank zu verbinden, und dort lege ich dann einfach eine Datenbank an. So, ich gebe jetzt hier root ein, das Passwort existiert bei mir nicht, ich drücke auf öffnen. Ich meine, das ist sowieso eine lokale Datenbank, und hier erstelle ich jetzt gleich eine neue Datenbank. Ich nenne diese Datenbank jetzt einfach webserversbigot, kopiere das Ganze, und das war es eigentlich schon. So, Database ist webserversbigot, host ist localhost, User ist root und das Passwort existiert bei mir nicht. Wenn ihr das Ganze produktiv einsetzt, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Passwort hinsetzen und euch einen Nutzer für diese Einstellung erstellen. Also nicht den Root benutzen, das ist ganz wichtig. So, lass das Ganze erstmal abspeichern, das hier minimieren und einfach einen Reload ausführen. So, jetzt müssten keine SQL-Fehler kommen und somit ist das Ganze auch schon fertig. Ich öffne jetzt mal den Browser und navigiere jetzt zu meiner Website. So, dann kommt jetzt hier so ein lustiger Typ. Ich gehe dann jetzt hier mal kurz auf Return to Konsole hier. Und ja, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr gebt einem bösen Supporter Zugriff auf eure Konsole und er kann jetzt hier irgendwelche Sachen machen. Was jetzt hier beispielsweise nicht möglich wäre, ist, dass er irgendwie an eure SQL-Daten kommt. Allerdings, wenn diese Sicherheitslücke bevorsteht, ist das möglich. Und ich kann euch das jetzt mal gleich ganz kurz zeigen. Ich zeige euch das mal anhand des Source Codes im Plugin. Ich öffne jetzt einfach mal GTGuy. Das ist ein Java Decompiler. Und dann ziehe ich dann einfach mal dieses Plugin hier mal ganz kurz rein. So Webserver. Und dann gehen wir jetzt hier auf Me Unbemerkt. Dann gehen wir hier auf die Main Class. So, ich mache das Ganze jetzt hier mal etwas größer. Und dann scrolle ich mal runter. Ne, ich glaube, das war nicht hier, das war in Listener, ne, Utils, ah, hier, genau. Webfile Manager, genau. Der kritische Teil befindet sich exakt hier, in dieser Respawn. Da steht, dass der Response der Inhalt der Datei ist, der hier übergeben wird. Also wenn ihr jetzt hier irgendwas eingibt, .txt, dann wird in dem Webserver-Ordner, beziehungsweise im Webpage-Ordner, diese jeweilige Datei rausgesucht und dann wird das Ganze hier dann ausgegeben. Jetzt wurde hier aber nicht dieses .../ beachtet. Das heißt, ihr könnt jetzt beispielsweise aus diesem Webpages-Ordner raus navigieren mit .../. Dann seid ihr dann hier und dann könnt ihr auf die config.yml zugreifen. Also ich gebe das jetzt hier mal so ein. Und gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil der Chrome-Browser einen Schutz dagegen hat. So, ich habe jetzt auch mal den Firefox-Browser geöffnet, der mit dem Proxy Burp Suite verbunden ist. Dieses Tool sieht alle ausgehenden Anfragen vom Browser, kann sie abfangen, manipulieren und weiterschicken. Ganz easy. Ich muss dann jetzt hier kurz neu laden und werde dann jetzt hier auf den Intercept-Knopf drücken und drücke jetzt Slash. So, jetzt haue ich das Ganze mal in den Repeater rein. Also ich habe jetzt diese Anfrage zwischengespeichert und kann jetzt hier die Abfrage abfeuern. Jetzt sehen wir hier die 404-Seite. Lass jetzt mal im Webpages-Ordner Konsole einfach mal abfragen. So, wir gehen dann jetzt hier hinter dem Slash und drücken Go. Und dann sehen wir, dass wir jetzt im Konsolen-Interface sind. Wenn wir jetzt die main.css nehmen und das dann hier auch so abfeuern, dann sehen wir jetzt hier die CSS-Datei. Aber wenn wir jetzt die Sache mit .../ machen, aus dem Ordner raus navigieren und dann auf die config.yml zugreifen, dann sehen wir den Inhalt der config.yml. Und somit haben wir dann die MySQL-Daten des Servers und können dann draufgehen und noch mehr Mist anrichten. Natürlich sind noch mehr Sachen möglich, wir können natürlich noch weiter raus navigieren, wir können hier noch ein .../ eingeben. Dann können wir nochmal .../ eingeben, sind dann jetzt hier auf dem Speakot-Server. Und dann können wir beispielsweise hier den Inhalt von der
Band-IPs ausgeben. So, wir geben dann jetzt das ein. Sehen dann das hier. Oder von Server.Properties. Es sind natürlich weitaus mehr Sachen, die man ablesen kann. Beispielsweise kann man sich einen ganzen Teamspeak-Server runterladen, wenn man ganz genau weiß, in welchem Ordner er sich befindet. Und das ist natürlich eine große Gefahr für die Sicherheit. Falls euch dieses Format interessiert und ihr wollt, dass ich dieses Thema intensiv auf meinem YouTube-Kanal behandle, lasst einfach ein Like da. Bei 2000 Likes kommen dann weitere Folgen. Und natürlich würde ich mich auch über Kommentare freuen, dass ihr mir da so schreibt, was euch eigentlich interessiert, ob ihr Minecraft-Exploits sehen wollt, ob ihr sehen wollt, wie man Webseiten hackt oder ob ihr vielleicht sehen wollt, wie verwundbare MP3-Player ausgenutzt werden, wo man dann zum Beispiel eine Musikdatei mit einem Schadcode versieht und diese dann beim Abspielen einfach ausgeführt wird. An der Stelle bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Haut rein, euer Garklum, tschüss und bis zum nächsten Mal.